Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Atlas. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen. Mein Ohr ist immer noch matschig. Oha. Kobras über Kobras. Ich hatte dich hier nicht. Egal. Ich wollte auch noch mal kurz was ausprobieren. Wenigstens ein bisschen was machen. Nee, der ist unterwegs. Ich werde mich mal wieder aufs Schiff flüchten. Eigentlich wollte ich ausprobieren, Segel zu setzen, beziehungsweise mal eins der Segel wegnehmen und eine Weight Sail zu setzen, aber ich glaube, das lasse ich sein. Das hat keinen Zweck jetzt. Ja, ansonsten habe ich noch nichts weiter gemacht. Also bin noch ein wenig am Auskurieren. Es wird jetzt schon besser. Ich denke mal, so ein paar Tage brauche ich noch und dann habe ich das überstanden wahrscheinlich. Diese Ohrentzündung, warum ich das auch immer bekommen habe, keine Ahnung. Ich hatte ja schon gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das habe. Und sehr seltsam. Und dann werde ich auch die Runde drehen mit ihm hier. Was mir aufgefallen ist, auf diesem Schiff verirren sich sehr gerne Vögel. Oder aber auch nicht. Sonst könnte man die immer wegscheuchen irgendwie. Na egal. Tja, ich werde mal ein bisschen abernten. Basecamp? Glaube ich, hatte auf dem der Marie Celeste hatte ich, glaube ich, die Sachen gelassen. Gehen wir erstmal an hier. Oben. Wollen wir uns die Biester mal vornehmen. Dann haben wir wieder ordentlich Fleisch. Halt, da brauche ich nur eine Axt. Dann haben wir wieder ordentlich Fleisch, was ich in den Grill packen kann. Nehmen wir die hier. Sehr cool. Okay.
Vielleicht ein Koordinierungsproblem heute, ne? Werde erstmal die anderen verarbeiten. Im Moment ist fünffach alles an Ausbeute. Wahrscheinlich gleich ordentlich was zu schleppen. Och, nö. Gibt's doch nicht. Level Up haben wir auch noch gemacht. Na Mensch, hat sich doch gelohnt, das online zu gehen. Die andere. Wahrscheinlich mehr als genug von durch die Schlangen gefunden. Oh. Das wollte ich sich hinbrutzeln und wenn die Leute dann online kommen, dann sehen sie sich zumindest ein bisschen was gemacht habe. Level Up. Auch. Erstmal. Oh. Das. Punkte. Das nehmen und das nehmen. Gut. Wegen dem Medium Sale. Ne?
Denn ich werde das noch ausprobieren. Dem Segel. Und ja, ob das beschränkt ist auf diese Handling Sails. Oder ob man wirklich generell ein Medium Sail und ein großes Segel draufsetzen kann, aber egal welcher Art. Das würde mich interessieren. Das mache ich aber jetzt nicht in dieser Folge. Heute halte ich mich mal ein bisschen kurz. Ich wollte jetzt nur mal einfach der Kontinuität wegen noch eine Folge machen, wirklich. Mich kurz melden, dass es bald weitergeht. Und also es ist jetzt so. Dürfte jetzt nur noch, denke ich mal, diese Woche sein oder sowas. Am Wochenende müsste ich dann wirklich wieder fit sein. Ich habe es gestern versucht. Gestern war ja mit Sonntag wieder mein Aufnahmetag. Aber ich denke mal, die Leute haben das gesehen. Ich war online kurz, aber es hatte keinen Zweck. Ich kann kein Headset aufsetzen und kann mit den Leuten nicht sprechen. Und ja, ist ein bisschen doof im Moment. Das ärgert mich selber auch, aber. Ja, hatte ich so noch nicht so eine Ohrentzündung. Ist schon sehr, sehr komisch. Keine Ahnung, wie das passiert ist, echt. Zugwind oder so. Aber naja, müssen wir durch. Stimmt's auch noch. So, Fleisch haben wir da. Ach so, ich wollte ja noch mal kurz ernten. Den Leuten das auch noch mal in den Sack packen. Oder in den Foodloader. Oder denn hier ist. Hatte ich auch noch nicht oft angebaut. Was ist das? Carrots, Turnip, Rübchen, Pepper Seeds, also Pepper ist ja Paprika. Kartoffeln haben sie auch. Reis. Noch mal Potatoes. Ja. Das ist nochmal ein Rübchen. Schöner Garten. Sieht gut aus. Gefällt mir hoch. Jetzt wäre ich beinahe runtergehüpft. Wollte ich nicht. So, das packen wir jetzt mal weg. Gucken, ob in dem Foodloader noch Platz ist. Oh, die Eier nehmen wir auch noch mit hier. Das finde ich immer witzig. Drei Hühner auf der Stange hier. Sehr gut durchdacht, das Konzept, muss ich wirklich sagen. Man sieht immer gleich die Eier hier rumliegen und die Hühner sind nicht mehr im Weg. Also man muss nicht immer sich bücken oder auf den Boden setzen, damit man diese blöden Eier einsammeln kann. Das ist schon sehr gut durchdacht, gefällt mir sehr gut. Ich wollte zum Foodloader, Trollo. Ich wollte doch nicht zum Ofen. Foodloader ist irgendwo hier gewesen, mein. Da. Gucken, was wir da unterbringen können. Oh, einiges. Dieses Saatgut nehme ich mal wieder. Ah ne, das ist ja kein Saatgut, aber dieses hier. Ich weiß nicht, ob die schon Medizin herstellen müssen, die Leute. Das ist verrottet, das kann eigentlich raus. Beziehungsweise, wir können es ja mal in Futtertrog packen, falls wir irgendwie irgendwas mal haben sollten demnächst, was verrottetes Fleisch frisst. Und ich habe gestern gesehen, ich glaube, sie waren damit beschäftigt, die Hydras zu erledigen. Also quasi schon mal wieder Vorbereitungen zu treffen, um den Kraken zu erledigen. Boah, ist hier viel Fleisch drin. Mal kurz sortieren. Ich lasse das mal da drin. Ich selber muss auch noch was essen. Das erledigen wir auch noch. Haben wir unsere 15 Minuten ja doch durch. So. Das. Hier ist noch genug Salz drin. Nehmen wir davon eins und davon was. Und vielleicht noch ein Stück Fleisch. Das. Hier und von dem jeweils eins, um den Vitaminspiegel dann wieder in die richtige Bahn zu lenken, zumindest den
Blau und Lila. Ich weiß jetzt nicht, welche sind, weil ich stopfe mir immer erstmal den Magen voll hier. Und habe dementsprechend natürlich Überschuss. Und zumindest hier jetzt habe ich zum Beispiel einen Überschuss an Lila. Dann esse ich das hier. Und dann sollte das normalerweise absinken. Das hätte ich ja gar nicht. Da, jetzt seht ihr das. Gleich ist es soweit, dann müsste das hier absinken. Oder ich werde eines grausamen Todes sterben. Aber das macht nichts. Wir essen noch mal so eins. Das war jetzt auch nochmal. Ihr seht es aber jetzt, ne? Ja, es hat wieder geblinkt. Und jetzt ist der Vitaminspiegel. Das müsste. Was ist denn das für eine? B. Vitamin B und Vitamin D. Das sind die meisten. Oder meistens die, die bei mir ziemlich hoch sind, weil ich damit meinen Magen fülle. Gemüse und so ist meistens eher niedrig. Und wenn man, deswegen ist das auch sinnvoll, wenn man den Magen ein bisschen doller überlasten kann als sonst. Wenn man sich nämlich den Magen vollschlägt und diese Vitamine hochschlagen, das ist ein Bild, stürmische See, dann hat man halt diese Teile hier. Und bevor man dann so im Vitaminschock oder sowas stirbt, das geht ja relativ schnell, dann isst man halt ein paar von den Dingern. Und kann dann das irgendwie wieder drücken. Ich habe jetzt noch nichts gefunden, zum Beispiel, was den. Was ist das, was Vitamin A drückt? Vitamin C habe ich, glaube ich, gibt es ein Rezept, was ganz gut funktioniert, aber das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich hatte noch nie den Fall, dass ich Vitamin. Das C bei mir zu hoch war. So, dann haben wir das auch. Gestern haben wir. Dann würde ich mal sagen, ich grüße meine Mannschaft nochmal. Werde mich voraussichtlich am Mittwoch wieder melden. Dann weiß ich ungefähr, wie es mir geht. Und dann könnten wir vielleicht am Sonntag mal einplanen, wieder auf die Kraken hinzuarbeiten, sofern sich nicht irgendwas ankündigt mittlerweile wegen Update oder sowas, aber ich habe nichts gelesen. Also wenn Zeit ist, können wir das von mir aus machen. Bin aber dann auch noch mal Mittwoch dann auch noch mal online in Discord und dann können wir noch mal quatschen. Bis dahin wünsche ich eine ruhige Zeit, viel Spaß, lasst euch nicht ärgern von der Hydra. Und macht keine Katze an die Schiffe. Das Schiff sieht sehr schön aus da. Mit den roten Kanonen vor allen Dingen. Das finde ich. Ich war ja gestern schon mal kurz da. Da hatte ich das schon gesehen. Habe gedacht, das sieht richtig gut aus mit den Kanonen. Kann die richtig schön gestalten. Mal gucken, wie ich mein Schiff dann. Was heißt mein Schiff? Unser Schiff. Unseren Fischkutter hier. Ein bisschen anmale. So, ja, mit Zeit. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal Schluss. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin euch auch eine ruhige Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.